Herzlich willkommen zu Grim Dawn mit dem Chaos Yay! und mir dem Drake, der seine Waffe wegsteckt vor lauter Wut. Da könnte ich ihn gleich verprügeln für sowas. How did I? Ah, mit W. Okay, W für Waffe weg. Also für weg quasi. Weapon Swap, ja, We quasi. Weg. ah, now I get it. Nun, Grim Dawn will ich mal ganz kurz einsteigen, was das eigentlich ist. Aktuell noch Early Access. Akt 4 gerade frisch raus. Akt 4 ist auch erstmal der letzte. Und von den Machern von Titan Quest, wem das nichts sagt, die haben früher zu THQ gehört, bis es halt THQ nicht mehr gab. Haben sich die Boys so gedacht, Mensch, wir haben aber noch mehr Lust und Ideen, also haben die Create Entertainment gegründet, von denen dieses Spiel ist. Und nun, wer Titan Quest kennt, wird 80% der Mechaniken wiedererkennen. Also alleine schon diese ganzen Menüs sind Titan Quest-like oder, okay, ich habe noch kein Skill-Menü, das zeige ich euch dann Ja, da nachher. kommen wir noch nicht rein. Ja, also man kann auch Das ist erst zwei. mein Level. Ja, man kann auch zwei Klassen wählen. Also man hat, glaube ich, insgesamt jetzt sechs mit dem Schamanen. Mit dem letzten sind es, glaube ich, sechs. Jeder Kann alleine sein, ja. spielbar und auch gemeinsam. Also zwei beliebige kann man sich auswählen und kombinieren. Dann heißt auch die Klasse anders. Und man hat natürlich mehr Variety, also mehr Bandbreite an Fähigkeiten, verliert aber quasi an Tiefe. Während wenn man nur eine Klasse spielt, kann man die halt recht gut komplett skillen und hat halt eine sehr kompakte Klasse. Genau. Ich würde Aber sagen, dazu kommen wir dann später. Das klären wir dann genau, nochmal im live, Detail. wenn es halt losgeht. Eine kleine Sache noch, wir werden die Story größtenteils überspringen. Geht einfach darum, dass wir A nicht spoilern wollen, weil das Spiel noch nicht fertig ist. Und B ist leider der komplette Text aktuell noch auf Englisch. Und da es aber eine deutsche Sprachausgabe geben wird und wir das definitiv nochmal spielen, wenn es fertig ist, quasi seht das als Stand. Wir wollen wissen, wie weit ist das Spiel und schauen einfach mal, wie weit wir kommen und wo es lang geht. Oh, ja, Genau, der. und ich habe die erste Quest direkt abgebrochen. Wow. Ah, das ist schon mal gut. Der hat die Quest auch für mich angenommen. So, Hier hier oben hinten. geht es dann später irgendwann weiter. Ich weiß nicht, Akt 2 oder so. Das ist, glaube Keine ich, Akt Ahnung. 2. Ja, da kann man dann da dieses Gerüst aufbauen. Wir müssen dazu sagen, ein bisschen Erfahrung haben wir halt schon. Also, ich habe schon 40 Stunden reingesteckt. Verfolgt das schon relativ lange, das Spiel. Auch da kommen wir später noch lang. Und wir hatten, glaube ich, gemeinsam schon mal kurz reingeschaut, oder? Ja, das war aber mittlerweile auch schon, glaube ich, ein Jahr her. Kann das sein? Ich kann mit diesem NPC nicht reden, wenn Ja, du weil mit ich mit ihm dem rede. Aber redest. für dich zur Info, der nimmt die Quests auch für dich an. Ah ja. Enter Burial Hill. Ja, wir quatschen ja kurz immer mit jedem. Das ist ein Das, Portal. genau, so ein Dimensionsriss. Da kann man uns dann teleportieren zu den nächsten Genau, Punkten. also jeder Spieler hat hier unten ein eigenes kleines Portal. Ich setze hier mal eins. Sieht dann so aus. Ah, jetzt habe ich es. Wow, beste Stelle ever. Genau da, wo man es sieht. Zweiter Versuch. So sieht das Ding aus. Jetzt kann ich quasi hier ran und mir einen Warp Point auf der Map suchen. So ein bisschen wie die Town Portals sind, zum Beispiel Diablo. N war die Taste. Okay. Das ist mein eigenes und das ist das Stadtportal, was wir gerade entdeckt haben. Guck mal. Gut. Jo. Habe ich jetzt da so hingepflanzt. Auf geht's. Erste Quest ist recht easy. In dem Spiel ist es so, ich mache mich mal links rum, obwohl du hast davon einen Gegner. Ja, die habe ich gerade Die gesehen, deswegen dachte ich mir. XP-Range ist nicht allzu riesig, das heißt, man muss halt schon gut beisammen bleiben. Und es lohnt sich immer alles zu erkunden. Es gibt eigentlich nie einen Grund, nicht die ganze Map aufzudecken. Ah, da spawnen zum Beispiel ein paar Geist, die spawnen auch nicht immer. Verprügel die Jo, pass einfach mal auf mal. hier. Haha. Pf. Dicke, fette Der Zweihand-Säbelklinge. Loot ist übrigens instanziert, das heißt, Chaos hat Loot, ich habe Loot und wir können uns gegenseitig nicht wegmopsen. Das kann man umstellen, wenn man will, aber ich finde das so praktischer, weil doppelter Loot, man kann ja handeln. Okay, du wolltest links lang. Wir gehen da auch jetzt erstmal links lang, oder? Ja, ich will halt die Map, wie gesagt, recht gut ausleuchten. Ja, man kann ja alles ein bisschen zersmashen. Hier so, Stuhl kaputt, Tisch kaputt. Ja, wie man es Right. halt aus Action-RPGs kennt, so ist ja ähnlich wie Genau. Diablo. Man muss dazu sagen, als die das damals angefangen haben zu entwickeln, und das ist, glaube ich, mittlerweile 4 Jahre her, 4 oder 3 Jahre, 2011, 2012, war das noch neuer Shit. Also, so alles zermatzelt und so, das war von Diablo noch nicht so bekannt. Ich habe hier irgendwas, habe ich denn? Ich blute rot, ich leuchte rot, was ist das? Ah, Ist was? das ist ein Debuff-Effekt. Durch dieses, wenn du durch das Gift läufst, wo werden die Ja, Debuffs genau. angezeigt? Normalerweise unten links, aber irgendwie sehe ich sie nicht mehr. Also normalerweise habt So ihr ist auch hier eure nicht. Debuffs.
Ja, gut. Ne? Ja, die Access und so. Ja, nee, es kann sein, genau. Dass das nicht so... Oh, wir sind gerade gelevelt. Gut. Können wir uns das mal anschauen. Fenster 1, bei mir das Charakterfenster. Genau, 6 Klassen gibt's. Ah, du fängst da an, okay, Klassen. Wieso, wo warst du? Bei dem anderen, aber dann erklär du die Klassen. Devotion. Dann ah, da kommen wir später zu, das ist ja viel zu complicated. Ja, Devotion kommt eh erst am ersten Schrein. Also Klassen. Ja, womit fängst du an? Ich werde mit dem Soldier anfangen. Ich zeige dir nur mal ganz kurz die Bilder, weil die echt cool gemacht sind. Und Prinzipiell kann man es wie folgt zusammenfassen. Der Soldier ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Physical Tank. Das heißt, er kann ordentlich gut einstecken, hat viele Lebenspunkte und kann sich so waffentechnisch entscheiden zwischen Zweihand-Melee-Weapons, Einhand-Melee-Weapons und Einhand und Schild. Was nicht geht... Obwohl, da will ich nicht zu viel sagen, weil sie da immer mal geplant hatten, das einzubauen. Was nicht ging bis jetzt, ist zwei Einhandwaffen dual zu wielden. Bis jetzt konnte das nur der Nightblade, weil er einen Skill dafür hat. Der Demolitionist, der hier Zerstörer halt so, ist quasi der Rangler, der bevorzugt Pistolen, Bögen, Armbrüste, alles was das so angeht, Schrotflinten. Und hat als Skill-Range so Granaten, Molotovs und so eine Geschichte. Der Okkultist bevorzugt Offhands, das sind so Augen oder Bücher, zusammen mit Zauberstäben, kann aber auch, glaube ich, Ceremonial Daggers und so einen Kram tragen. So, sagen wir mal, magische Nahkampfwaffen. Und hat genommen ist es eigentlich bloß abhängig davon, welche Statuswerte du hast. Kannst du eigentlich alles tragen, wie du willst. Aber ja, das ist eine Besonderheit von dem Spiel. Also jede Klasse kann alle Waffen tragen, aber nicht jede Klasse hat Skills, die alle Waffentypen unterstützen. Das ist bei Rüstung genauso. Jede Klasse kann alle Rüstung tragen. Allerdings willst du halt gucken, weil auf einer fetten Plattenrüstung wirst du halt vermutlich Physical finden, also Physik, was hier die Lebenspunkte darstellt, und vermutlich Armor und so ein Kram, aber eben wiederum kein Intellekt, was zum Beispiel der Mage lieber hätte. Aber wo Statuswerte, wie Physik, Cunning und Spirit. Ich werde wahrscheinlich am Anfang erstmal keine Punkte reinsetzen, um erstmal zu schauen, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte. Weil die kann man meines Wissens nach nicht zurücknehmen. Aktuell nicht, nein. Deswegen, ja, mal schauen. Wenn irgendwann halt ein bestimmtes Rüstungsteil, was ich unbedingt brauche, eine erhöhte Anforderung hat, als die Punkte, die ich besitze, werde ich dann irgendwelche Punkte reinskillen müssen. Aber also so ähnlich mache ich das auch. Ich hebe eh mal ein bisschen Punkte auf, falls man gerade mal was findet. Ja, zurück fix zu den Klassen. Die Nightblade ist ein Nahkampf-Assassin, das heißt, der hat viel so Gift und Critical Damage und Anspringen und so ein Kram. Und der ist halt die einzige Klasse, die dual-wielden kann, zwei Nahkampfwaffen. Der hat dafür gar keine Skills, die sich auf Fernkampfwaffen stützen. Der hat nur einen Skill, das sind glaube ich so Dolche, die er wirft. Der Arcanist ist, wie der Name schon vermuten lässt, der Hauptmage quasi. Der spielt auch mit Offhand-Büchern und Zauberstäben und so ein Kram, weil der halt einfach viel Int drauf ist. Und der hat sehr viel Ethereal Damage. Das ist eine, sagen wir mal, Elementkategorie. Naja, ätherischer Schaden ist quasi so, ja, geistermäßig will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine Art Energie quasi, mit der kämpft. Und ja, hat kann man so sagen, genau. Kann man in der Zeit schon mal weitergehen? Ja, nur noch fix über den Shaman. Der Shaman, ja, ich will es halt gleich fertig machen. Der Shaman ist die letzte Klasse, die jetzt dazu kam. Der kann neben so Buffs und Auras halt auch ein paar Viecher beschwören. Und wie man sich halt so einen Schaman vorstellt, hat er sowohl links in diese Geisterwelt und macht so Astralsachen und eben auch so Natures, so Buffs und Steinrüstung und Eichenrüstung und so ein Kram. Ich will mit Soldier beginnen. Zack. Das erkläre ich dann gleich nochmal, das da unten beim nächsten Level. Lass uns das mal ein Stück weiter. Ich folge dir mal unauffällig. Ja, ich laufe mal hier so. Und da ist er weg. Typical. Oh, der wird gemetzelt. Ah ja. Ich werde später auf Schrotflinte wechseln, aber jetzt aktuell habe ich halt nur diese Blunderbuss hier, diese kleine. Meine Debuffs. Also entweder ist das kein offizieller... Ich sollte aufpassen. Nein, kein offizieller Debuff zu sein. Ich sehe den nämlich nirgends. Nee, das ist nur die Pfütze. Am wenigsten haben sie ein Symbol dran gemacht, dass man sieht, dass was passiert.
Also zufällig generierte Welten gibt es hier auch nicht. Das ist halt schon mal gesagt, das ist halt Titan Quest typisch, die Map ist so wie sie ist. Aber der Inhalt der Map ist quasi zufällig. Oh, ein Scrap, yay. Lila sind Quest-Items, das schon mal noch am Rand. Braucht man später. Du hast ja auch ein kleines bisschen anderes, Quest-Item, echt? Dass dieses Scrap, wenn bei dir da was rauskam, weiß ich ja nicht. Wow, bei mir natürlich nicht. Wenn ich die Quest abgebe, ist die ja für dich auch abgegeben, von daher. Juhu. Und das sind ja eigentlich so Items, die du brauchst, zum Beispiel um die Brücke zu reparieren in so einem Käse. Mhm. Dieses, sagen wir mal, Wertesystem der Rüstungen und sowas ist hier ein kleines bisschen anders. Grün ist hier sehr wertvoll, weil das Set-Items sind. Oder meistens Set-Items. Gelb ist hier direkt das erste, was man findet. Und blau ist besser als gelb. Dachten sich halt, ich mach mal alles anders. Weil es ist natürlich der letzte Dreck, aber nimmt man mit. Range-Abzüge habe ich, soweit ich weiß, nicht. Obwohl ich eigentlich einen Plunderbass trage. Nö, solltest du nicht haben. Also zumindest nicht damage-mäßig. Ich weiß nicht, ob meine Accuracy nicht runtergeht. Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne mich nicht so gut damit aus aktuell. Mal gucken. Ich trage später in den Schrott finde, da habe ich das Problem nicht mehr. Immer noch das Haus looten. Und hier den Tisch zerstören. Oh, das geht nur mit einer Nahkampfwaffe. Ah, ja. Da ist noch eine Urne. Und hier draußen ist manchmal auch noch was. Also hier stehen manchmal auch Pötte und Stuff. Also das ist quasi random generiert in aber einer festen Welt. Macht die den Wiederspielwert so ein kleines bisschen aus. Aktuelles Max-Level ist 50. Ne, 60. Und das Gift, was die jetzt hinterlassen, ist so fies, ne? Wohl auch das letzte. Oh, das Ding treffe ich nicht, weil da ein Tisch dazwischen steht. Und mit 60 Leveln hat man dann 90 Skillpunkte, theoretisch. Man kriegt aber auch ständig Skillpunkte durch Quests. Und Titan Quest typisch gibt es für die verschiedenen Schwierigkeitsstufen auch Bonus Skillpoints, wenn man das halt quasi mit demselben Char auf der nächsten Schwierigkeit nochmal durchspielt. Und zusätzlich spielen wir hier im Veteranenmodus, da ist alles etwas härter. Allerdings sind auch die Belohnungen etwas besser. Soll das Spiel nur einfach ein bisschen schöner machen. Ja, das. Das ist direkt der gelbe Crossbow getroppt. Ja, ich gebe einfach mal, bei mir ist was anderes getroppt. Ich gebe einfach mal zu, oder ich sag einfach mal, wir beide sind zusammen in solchen Spielen skilled genug. 39 Physik habe ich nicht. 79 Physik. Ja, so zweimal geskillt. Aber gut ist jetzt dieser Crossbow nicht. Ja, ich brauche, wie gesagt, Schrotflinten. Ja. Gib's ja zum Zerlegen auf. Crafting-System gibt's auch, das ist noch relativ neu, das kenne ich also ja, selber nicht. Du hast das, da war das zum schnellen Anlegen. Items zum Beispiel wie Potions und Geld und so ein Kram, also Geld heißt die Iron, werden automatisch aufgesammelt, da müsst ihr euch auch keine Platte machen. Einfach drüber laufen. Oder war der Tisch im Weg? Das ist schön, schön in den Kamin gespratzt. Treffen, ey. Treffen wäre gut. Da liegt eine Food Ration. Kurz dazu, ihr seht mein Lebenspunktebalken, das ist der rote. Mein Energiebalken ist der grüne. Jeder hat Energie, gibt es jetzt nicht irgendwie was Unterschiedliches. Und hinter diesem roten hängt ein gelber Balken, die sogenannte Stamina. Die Stamina verbraucht sich, wenn ich Schaden kriege und automatisch über Zeit quasi Lebenspunkte regeneriere. Das hat den Vorteil, dass das funktioniert, hat aber den Nachteil, dass halt sich die Stamina aufbraucht und diese Food-Ration stellt dein Stamina wieder her. Und sie haben den Bug gefixt. Wenn du die Zeitschriften liest, sind die bei mir endlich mal aus dem Inventar. Ja, aber ein anderer Bug ist dafür wert, witzig. Welcher? Du bist gerade unsichtbar. Ja. Ich sehe nur die Ausrüstung. Ich bin der Kistengeist. Wow. Der unsichtbare Mann. Oh, Handplunderbass. Schade, ich brauche eigentlich einen. Keine Ahnung, wie wir das fixen konnten. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh. Ich treffe überhaupt nicht. Was ist denn hier nicht richtig? Naja. Nochmal zur Erwähnung. Immer noch nicht fertig, das Spiel. Chance to hit 93,1%. Nee, der zweite Schlag geht daneben. Ja, du musst da wieder die Rüstung der Viecher, aber die dürften keine Rüstung haben.
Gut, jetzt haben wir hier unten lang. Ich gehe mal noch kurz auf den Steg. Manchmal. Ah, hier ist noch Stuff. Oh, sogar mal. Tonic of Mending. Gar nicht so wenig. Also Mending, das sind die Heal Portions in dem Game, die hier. Was heißt eigentlich Mending? Ich glaube behandeln, ne? Ja, behandeln. Ja. Trifft's ganz gut. Also im Sinne von Wundversorgung. Genau. Ja, gehen wir noch da lang. Ich hab's doch. Ah, da hab ich's doch. Ja, da geht's schon weiter. Ach, ich wollte auch hier abbiegen, aber abbiegen. Abbiegen die Night. Ja. Wow. Oh. Ich kann nicht. Jetzt lass mich vorbei. Immer drauf. Ja, gekrittet, habt ihr gerade gesehen. 1,5-fachen Schaden. Das Mark kommt von dir, nehme ich an. Mhm, Curse of Frailty. Verringert ein bisschen die physische Resistenz. Das ist gut. Ein Wovenkäuf. So, ja, Inventar ist voll. Ja, ich sammle halt nicht so viel weißen Shit. Hätte ich vielleicht auch lassen sollen. Weil Gelb droppt hier recht zügig und am Anfang levelt man so schnell, dass es sich auch irgendwie überhaupt nicht lohnt. Und es bringt halt auch nichts im Zerlegen. Und damit wird's. Ja, wow! Komm, ich schmeiß jetzt mal ein bisschen was weg. Die Boys, ich bring dir mal die Party. Gut, sonst Action-RPG typisch. Viele Gegner haben ein fest definiertes Skillset. Sowas wie Heroic oder Elite-Gegner gibt es auch. Die haben dann meist erweiterte Skillsets, halten wir aus und so weiter und so fort. Jeder Gegner hat seine Schadenstypen, gegen die er empfindlich ist. Ich mache jetzt aktuell Physical Damage, das heißt physischen Schaden. Was? Hm? Ich war gerade verbuggt. Der hat mir gerade irgendwas. Ah, hier. Der hing irgendwie an diesem Schwert und hat mir gesagt, ja, plus 10 Damage, wenn ich das ausrüst. Was war an diesem Gladius hing der? Ah, das ist ja keine Waffe, nicht. Wow, da kommt der Müll. Ich glaube, ich mache ja auch mal den Müllhannes. So. Du willst da. Ja, genau. Da unten nochmal lang. Sonst, achte du mal ein bisschen auf die Welt. Die Welt ist ja hübsch gestaltet. Und sehr detailverliebt, kann man schon so sagen. Verspielt hätte ich fast gesagt. Das aber muss ich sagen, ja, das stimmt. Das ist sie nicht, aber das ist schon das sehenswert. Ey, gib mir die Food-Ration. Lederhandschuhe. Ja, hat er auch gleich angezogen. 25 Experience durch irgendein Buch. Sollte vielleicht mal leveln, oder? Ah, wenn ich das aufsammle, nachdem du es gelesen hast, dann verschwindet es nicht. Ah, okay. Ja, dann lass uns gleich hier oben leveln. Hier steht sich ganz gut. Ja, habe ich jetzt schon. Achso, wow, dann level ich schnell selber. Hier muss ich bis 5. Zack, und einen Punkt da rein. Ja, vielleicht kurz dazu. Also, achso, hier muss ich jetzt hin. Ihr habt unten immer einen Balken. Dieser Balken erhöht mit jedem Punkt, den ihr reinsetzt, eure Attributswerte. Und zwar passend zu eurer Klasse. Bei diesem 15, 15, 20, 25 schaltet ihr quasi ein neues Tier Fähigkeiten frei. Alle rechteckigen Fähigkeiten sind aktiv, müssen also eingesetzt werden. Alle runden Fähigkeiten sind passiv, die sind einfach da, die, wie der Name passiv halt sagt. Ja, die buffen halt meistens, also wenn sie verbunden sind mit einer bestimmten Fähigkeit, dann buffen sie meistens die Fähigkeit. Können aber auch Nebeneffekte haben, die allgemein irgendwie Boni geben. Genau, also das sind zum Beispiel Boni, die passieren automatisch mit jedem Attack. Das ist ein Boni, der bezieht sich auf diese Fähigkeit. Und diesen Boni bezieht sich auf diese Fähigkeit. Die mit den Kristallen sind spezielle Passive, die meist die Fähigkeit komplett abändern. Das erklären wir dann aber mal anhand eines Beispiels. Die sind quasi so wichtig, deswegen geht auch immer nur ein Punkt rein, weil sie den Skill, keine Ahnung, um 30% verändern oder um 40%. Gut, weiter geht's. Gut. Da waren wir, da waren wir. Da waren wir nicht. Und rechts wäre noch was, aber. Ja. Wollen wir noch hin? Ja, man muss echt alles erkunden. Jetzt hätten wir vielleicht. Ja. Andersrum gesollt. Ja. Bisschen stretchy. Ja, der zweiteffektivste Weg, sag ich mal so. Ja, haben wir die Welt nochmal gezeigt. Wow, die Boys, genau. Wow, da klatscht er sie und das ist, fliegen sie durch die Kante, ey. Noch eine Food-Ration. Scrap oder Crap? Beides.
Geh mal hier. Ah, da habe ich ja noch was. Ach, ein Dude. Zwei Dudes, drei Dudes. Die ganze Party, Hausparty hier oder was? Ach, dein Vögelchen, das kann schießen. Jupp, das ist ein Fernkämpfer. Da hat's doch geblinkt. Ja, habe ich gesehen, hier. Wow. Oh, gelb. Wow, aber ihm droppt halt wieder das Zeug. Ja, kann ich aber nicht tragen. Nice. Ich meine natürlich, oh. Ah. So, hier kommen wir nicht lang, da waren wir schon. Gut. Erstes Gebiet quasi erkundet. Du bist voll der Geisterkrieger, dein Kopf sehe ich noch. Und das passt eigentlich auch ganz gut von der Zeit, das heißt, wir stellen uns jetzt quasi hier an eine der vielen Brücken. Ja, wir gehen jetzt hier hoch. Hier so. Und nach damit der Brücke geht's dann weiter. In der nächsten Folge. Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.